So, bevor wir in dieser JMC-Rap-News-Folge auf den angeblichen Voting-Skandal kommen und ich euch meine Meinung dazu sage, beginnen wir bei Perplex23. Der war nicht nur vor kurzem bei meiner JMC-Mammut-Analyse dabei. Der Ruhrpottler arbeitet auch gerade an seinem neuen Album Horos, das 2017 zusammen mit seinem Labelpartner Drain erscheinen wird. Plexi gab bekannt, dass auf dem Album unter anderem Mojo, Rolex, Briss und das K-Element gefeatured werden. Ein Song namens Tune It Safe drehte Plexi übrigens auf der Essener Motorshow ab. Und produziert wird die Scheibe von dem schnellsten Remake-Beatbauer YouTubes, nämlich Psycho Mantis. Als kleinen Vorgeschmack auf das Album hören wir mal in einen Song rein. Warten. Wenn Bitches Penetrationen fordern, siehst du die danach kommen wie Generationenforscher. Ich leg mir ne Line auf den Takt, zieh sie rein und geh ab. Jeder weiß, ich bin krass, das ist Blacks Bitch. Fick dich mit ehrenlosen Lines, diesen mega doppen Scheiß hab ich jedem prophezeit. Jo, das reicht erstmal. Keine guten Nachrichten verkündete vor kurzem FAF-Mitglied Skies, der in der letzten Woche bei mir zum Interview zu Gast war. Auf Facebook teilte er mit, dass sein Album leider auf den Januar verschoben werden musste. Grund der Verschiebung war ein externer Fehler eines Grafikers, der das Booklet nicht rechtzeitig dem Vertrieb zum Druck einreichte. Schade drum. Allerdings macht der spätere Termin das Album natürlich nicht schlechter. Das ganze Interview mit Skies verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Das JMC-Finale steht. Johnny Dixon trifft auf Gary Washington. Ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich etwas zu dem Voting-Ergebnis sagen soll. Dann mache ich das natürlich mal eben. Nicht nur euch, auch mich hat die JMC-Analyse überrascht. Und auch der Fakt, dass Johnny Dixon überraschend den ersten Platz belegte. Vor allem dann überraschend, weil Gary Washington like-technisch extrem weit vorne lag. Ich glaube, die Sache sah folgendermaßen aus. Aufgrund des hohen Like-Vorsprungs haben sich sicherlich viele Gary-Fans gedacht, dass er sicher safe ins Finale kommt und haben höchstwahrscheinlich weniger oft seine Runde gekauft. Viele von euch haben auch damit argumentiert, dass Gary doch die weitaus größere Fangemeinde habe und rein zahlenmäßig stimmt das auch. Er hat zurzeit fast 63.000 Facebook-Freunde und Johnny in Anführungsstrichen nur 20.000. Ich denke allerdings auch, dass sich der ein oder andere JMC-Zuschauer nun mal von der Theorie verabschieden sollte, dass immer nur der mit der größeren Fanbase weiterkomme. Ein Faktor wird nämlich in diesen Diskussionen immer wieder vergessen: die Aktivierung der Fans. Johnny Dixon zeigt dieses Jahr am JMC, wie man mit relativ kleiner Facebook-Gemeinde seine Fans derart aktivieren kann und mit über 1700 Downloads und getragen von seinem Mega-Hype ins JMC-Finale einziehen kann. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob Gary mit einer normalen Runde überhaupt eine Chance haben wird. Was meint ihr? Sollte er bei einem normalen Song bleiben oder die Punchline-Schiene gegen Johnny auspacken? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare und auch, wie hoch eure Einschätzung ist, dass wir den BBM-Vorstandschef als Feature im Finale sehen werden. In meinem vorletzten JMC-Video habt ihr schon sowas von genau das JMC-Finale vorhergesagt. Daher frage ich euch in diesem Video am Ende wieder nach eurer Einschätzung. Wer wird das JMC 2016 eurer Meinung nach gewinnen? Oben rechts öffnet sich jetzt ein i. Da könnt ihr eure Stimme abgeben. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass das BBK-Finale diesen Freitag stattfindet und da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Ansonsten könnt ihr ja wieder die Muskelkontraktion in eurem Zeigefinger aktivieren und diesem Video ein Like geben und gegebenenfalls diesen Kanal abonnieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis bald.